In Persona 5 verbringen wir als der Protagonist Joker viel Zeit im Coffee & Curry Café LeBlanc. Stay upstairs while we're open for business. Inhaber und Chefkoch Sojiro ist berühmt für sein fantastisches Curry, das er in seinem Café zubereitet. Man bekommt es sogar zum Frühstück. What's that reaction for? Just eat it. Und lange waren die verschiedenen Gewürze und das tatsächliche Rezept des LeBlanc Currys ein Mysterium. Doch seit im März der Nachfolger von Persona 5 rausgekommen ist, gibt es wohl ein offizielles Rezept und der japanische PlayStation Twitter-Account hat sogar ein Anleitungsvideo gepostet, wie man Sojiro's Curry nachkocht. Die Seite Silicon Era hat das Video in Englisch übersetzt und ungefähre Angaben zu den Inhalten gemacht. Also warum versuchen wir heute nicht einfach mal das Persona 5 Curry selbst nachzukochen? Let's go! Dieses Rezept hat verdammt viele kleine Zutaten, aber bevor wir mit dem Kochen anfangen können, müssen wir definitiv erstmal ein paar Sachen vorbereiten. Es waren keinerlei Mengenangaben in dem Video oder der Übersetzung, also habe ich versucht, das Video so gut es geht anzuschauen und anzupassen. Hier ist eine ganze Liste mit allen Zutaten, die benötigt werden, soweit ich das richtig von der vorhin erwähnten Webseite übersetzt habe. Wir brauchen Rindfleisch, Salz, Pfeffer, Öl, Rotwein, Lorbeerblätter, Kümmel, Kardamom, Nelken, Koriander, Zimt, Kurkuma, Muskatnuss, Zwiebeln, Karotten, Äpfel, Knoblauch, Ingwer, Rinderbrühe, Kaffee, dunkle Schokolade, Bouillon, Worcestershire Sauce, Joghurt, Honig, Reis und Petersilie. Okay. Ich muss noch dazu sagen, ich bin kein Koch, es werden definitiv Fehler passieren. Und guckt euch vielleicht einfach das Originalvideo noch an. Als erstes würzen wir das Fleisch mit Salz und Pfeffer. Dann mixen wir die folgenden Gewürze zusammen. Kümmel, Kardamom, Nelken, Koriander, Zimt, Kurkuma und Muskatnuss. Alles in eine Schüssel und vermischen. Dann zerkleinern wir eine Karotte und einen Apfel sowie den Ingwer, Zwiebeln und Knoblauch. Und dann kann es auch schon losgehen. Denkt dran, Mengenangaben sind super ungenau und ich habe einfach ungefähr so viel reingemacht, wie ich in dem kleinen Twitter-Video gesehen habe. Schritt 1, Pfanne einölen und das Fleisch anbraten, bis es leicht braun ist. Dann Wasser hinzufügen, ungefähr 1 bis 2 Tassen. Dann noch ungefähr eine Tasse Rotwein und ein Lorbeerblatt. Merken, dass die Pfanne, die man gerade benutzt, keinen Deckel hat und man das Fleisch ja köcheln lassen muss. Also Pfanne abdecken und köcheln lassen. Dann in einer zweiten Pfanne Zwiebeln in Öl anbraten, bis sie karamellisiert sind. Ich habe karamellisiert gesagt und nicht verbrannt. Oh, Brother. Dann Ingwer, Knoblauch, den Apfel und die Karotte dazu und alles vermischen. Nice. Danach kommt die Gewürzmischung dazu, die wir am Anfang zusammengepanscht haben. Dann ca. 125 ml Rinderbrühe und das Fleisch aus der anderen Pfanne rein. Ich habe auch noch ein wenig von der Flüssigkeit aus der Pfanne reingegeben, in der das Fleisch gerade geköchelt hat. Alles gut umrühren und jetzt als letztes kommen noch ein Esslöffel Salz, etwas Kaffee, dunkle Schokolade, ein Bouillonwürfel, den ich natürlich vergessen habe, sowie ein guter Schuss Sauce und etwas Joghurt dazu. Oh, und Honig. Umrühren, umrühren, umrühren und abschmecken. Das Ganze wird dann serviert mit Reis und garniert mit Petersilie. Tada! Sojiro's Curry. With this power. Es schmeckt definitiv gut. Ich habe aber, glaube ich, das Mischverhältnis nicht so genau hinbekommen. Der Kaffeegeschmack ist ein bisschen zu intensiv. Ich glaube, ich habe einfach ein bisschen zu viel Kaffee reingemacht. Deswegen empfehle ich euch, schmeckt unbedingt nach jedem Schritt nochmal ab und guckt, dass das alles für euch in einem guten Geschmack landet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihr noch gerne einen Like. Schreibt mir was in die Kommentare. Soll ich öfter mal so Kochvideos machen? Essen aus Videospielen nachkochen wäre irgendwie eine lustige Idee. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Like, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. Und dann sehen wir uns mal in einem anderen Video. Macht's gut und bis bald.